Jetzt der zweite Teil von dieser großen Gruppe der Schäferhunde. Geht gleich los. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, und dann die Rasse, die wahrscheinlich auch jeder kennt, der schon mal irgendwie was in seiner Jugend mit Lassie zu tun hatte, nämlich der Collie. Eine eigene Rasse. Lassie war der langhaarige Collie. Es gibt aber auch einen kurzhaarigen Collie. Den kennen wiederum nur sehr wenige. Davon hatte ich auch ein paar in meiner Kundschaft. Muss sagen, Daumen hoch. Tolle Hunde sind halt von der, du erkennst die Statur, dass es ein Collie ist, hat ganz einen schmalen Schädel, ganz eine lange Schnauze, aber ist halt stockhaarig, so wie ein stockhaariger Schäferhund. Und also pflegeleichtes Fell, braucht man nicht großartig was machen. Und ist nicht ganz so, sagen wir mal, impulsiv. Ist lustig, aber im erträglichen Maße. Daumen hoch auch für diese Hunderasse. So, dann gibt es, wenn man das beschreiben möchte, ein, ich sag mal vorsichtig, Mini-Collie, dass du weißt, worum es geht. Das ist der Shetland Sheepdog. Wenn man jetzt schaut, Shetland Pony, die sind ja auch eher ein bisschen kleiner. Das ist der auch auf, sagen wir mal, eher gebräuchliche Name, der Sheltie. Auch witzige kleine Hundchen, sieht wirklich aus wie ein Mini-Collie, ist auch praktisch auf der Shetland-Insel, hat sich diese eigene Rasse entwickelt. Ja, und dann schlussendlich noch zwei Hunderassen, die sich in Wales entwickelt haben. Das ist der Welsh Corgi. Corgi bedeutet eigentlich nur kleiner Hund, wenn du so möchtest. Hat auch an der Herde gearbeitet und davon gibt es zwei Varianten, den Welsh Corgi Cardigan, fangen wir mit dem an. Das ist, der hat eine lange Rute. Und dann gibt es noch den Welsh Corgi Pembroke. Und den hat vielleicht der eine oder andere, der sich für europäische Adelshäuser interessiert, schon mal im Zusammenhang mit der Queen gesehen, weil die liebt diese Hunde und die hat von denen immer ein ganzes Rudel. Die haben einen Stummelschwanz und zwar nicht kopiert, sondern wirklich angeboren. So, I wie Italien. Italien hat auch zwei Schäferhundrassen, anerkannte Schäferhundrassen. Das eine ist der Bergamasca Schäferhund, auf Deutsch gesagt. Der ist auch nicht sonderlich bekannt, bringt auch mit sich einiges an Pflegeaufwand. Der hat nämlich wirklich auch ziemlich zottiges, langes Fell, ist auch von der Art her eher klein. Dann hat er, und dann noch eine zweite Rasse, die ist eher schon mal hier gesehen worden, also ich hatte sie zumindest auch schon in der Kundschaft, Pastore Maremmano, also Maremmana Abruzzen Schäferhund sozusagen. Der ist groß, sehr groß und weiß. Ich hätte ihn vom Gefühl her auch eher so zu den Herdenschutzhunden getan, aber von der Einteilung gehört er zu den Schäferhunden. Aber auch da sieht man, sagen wir mal, dass sich der Gebrauch der Hunde ja auch durchaus im Laufe der Zeit auch ein bisschen ändern kann. Die sind wirklich sehr, sehr groß und imposant und sagen wir mal vorsichtig, nicht für jedermanns Lebensart geeignet. Die bringen dann auch schon wieder das, was einige Rassen haben von den Schäferhunden mit sich, dass sie bei Fremden jetzt nicht unbedingt Hurra scheinen vor lauter Begeisterung, sondern eher so ein bisschen, das mögen die eigentlich nicht so gerne. Alles, was irgendwie in die Herde eindringt und eine Familie ist ja letztendlich dann für den Hund, der da drin lebt, auch nichts anderes wie eine Herde, wenn du so möchtest. Das sind ja Instinktverhalten. Da muss man den Hund schon wirklich gut im Griff haben, sonst läuft es eventuell nicht ganz so geschmeidig. Ja, N wie Niederlande, nicht H wie Holland, N wie Niederlande. Die haben auch ihre eigenen Schäferhunde und auch hier ist, sagen wir mal, es gibt einen Oberbegriff, also Hollandse Herder, bedeutet nichts anderes wie holländischer Schäferhund auf gut Deutsch. Die erkennt man eigentlich ziemlich schnell, die sind nämlich alle gestromt, also so diese Färbung, die es auch bei Boxern gibt, dunkel gestromt, also dunkles Braun, manchmal so ein bisschen so ein goldiges Braun mit schwarzer Strömung sozusagen. Lustig, was sage ich jetzt hier gerade? Aber egal, und auch die gibt es in drei verschiedenen Haarvarianten, nämlich in stockhaarig, in langhaarig und in rauhaarig. Diese Hunde, die werden jetzt auch, wie gesagt, Ursprung hüten, allerdings jetzt auch wirklich eher in Richtung Diensthund eingesetzt und sind dort auch wirklich recht beliebt, weil die wirklich, also die bringen so viel Feuer mit sich, also die sind durch kaum irgendwie was zu bremsen.
Ja, und dann lustigerweise gibt es bei den niederländischen Schäferhunden auch noch eine Hunderasse dabei, die, da wussten sie wohl nicht, wo sie sie sonst hinschreiben sollen, nämlich den Saluus Wolfshund, Entschuldigung, das S darf da nicht sein. Ja, die Rasse ist, hat ihren Namen durch ihren, ja, möchten wir ihn jetzt Erfinder nennen, weiß ich nicht, der gemeint hat, dass der deutsche Schäferhund, also damals war das eben einer der ganz vorherrschenden Rassen, da schon dabei ist zu degenerieren, und der wollte diese Rasse wieder so ein bisschen agiler machen und aufwerten und hat tatsächlich den Wahnsinn besessen, einen deutschen Schäferhund-Rüden mit einer Wölfin zu kreuzen. Mit diesen Nachkommen hat er dann weitergemacht, und die haben wirklich einen, auch heute noch einen hohen Anteil Wolfsblut in sich. Er musste auch selber dann erkennen, dass dieses Experiment tatsächlich nicht gerade die schlauste Idee gewesen ist, die man so hat haben können, weil diese Hunde tatsächlich wirklich, also zwischen Hund und Wolf stehen, auch vor allen Dingen eben vom Verhalten. Vom Aussehen her kannst du wirklich sagen, wenn da einer rennt und du kennst dich nicht genau aus, die sehen wirklich aus wie Wölfe. Aber das ist ja auch schön, das ist ja auch ein Trend der heutigen Zeit, dass man da ganz, dass ganz viele irgendwie Back to Nature und was weiß ich denn, was sie alles haben, dass man sich einen ganz ursprünglichen Hund wünscht, am besten einen, der auch noch heult oder so. Aber ich kenne so ein paar, es gibt auch noch andere Wolfhundrassen, Besitzer von solchen Hunden, und sagen wir mal, die sind jetzt nicht alle so völlig begeistert. Man muss sie schon irgendwie lieben, weil sonst hat das nämlich deutliche Nachteile, weil ihr Verhalten teilweise wirklich umswitcht vom Hündischen, was sie ja auch natürlich haben, hin zum Wölfischen. Und ja, sagen wir mal so, extremer Freiheitsdrang, manchmal auch wirklich, ich will nicht sagen scheu, aber die sind wirklich also äußerst, äußerst ursprünglich und nicht die einfachsten. Und ich kann diese Rasse tatsächlich wirklich eigentlich nicht mit gutem Gewissen empfehlen, weil da jetzt einer meint, er bräuchte was Besonderes. Bitte nochmal überdenken. Ja, S wie Schweiz. Diese Rasse habe ich eigentlich kennengelernt als amerikanisch-kanadisch-weißer Schäferhund. Mittlerweile heißt er weißer Schweizer Schäferhund. Wurde ein bisschen hin und her getauscht, aber nichtsdestotrotz bleibt ein Hund übrig, der von der Statur her genauso aussieht wie ein deutscher Schäferhund, bloß er hat die Farbe weiß. Die gibt es auch in langhaarig und in stockhaarig, also würden andere vielleicht als kurzhaarig bezeichnen, aber kurz ist nochmal wieder anders. Ist wirklich eine sehr, sehr nette Hunderasse. Schöne Hunde, spielt da irgendwie schon auch eine Rolle. Und sagen wir mal, vom Temperament her auch noch, sagen wir mal so, dass auch erträglich ist, also nicht too much. Und würde ich auch mal einfach mal so spontan sagen, so Daumen hoch für diese Rasse. Ja, dann U wie Ungarn. Ungarn ist auch, das weiß ja bestimmt auch eigentlich jeder, Ungarn, Puster, Steppe, Tiere, die da laufen und die gehütet werden. Deswegen haben die auch wieder, in den anderen Ländern auch, ihre eigenen Hunderassen entwickelt. Der größte von denen ist der Commodore. Äußerst imposante Erscheinung. Der sieht eigentlich selber schon ein bisschen aus wie ein Schaf. Wenn der in der Herde steht, musst du wirklich genau gucken, dass du den Hund daraus erkennst. Der hat nämlich wirklich als Rassekennzeichen eben diese enorme Größe und ein langes, zu Zotten verdrehtes Fell. Also da muss er bellen, dass du weißt, wo vorne ist. Nicht für jedermann geeignet, also wirklich nicht. Wenn du da nichts hast zum Bewachen oder wenn du wirklich oft Besuch hast oder sowas, und ich denke schon auch wegen der aufwendigen Fellpflege, Commodore ja, als Rasse erwähnen. Aber wirklich, wenn du da den toll findest, dann nochmal überdenken. Dann gibt es die Rasse Kuhwasch. Die sind groß und weiß, allerdings nicht so zottig, sondern tatsächlich eher so als, sagen wir mal, so langstockhaarig zu bezeichnen. Stehen so auch in ihrer Art, auch charaktermäßig so zwischen denen, was man so als normal so Schäferhund, agil und was weiß ich dann beschreiben würde, und auch durchaus eine Portion mit aufpassen und ja, bewachen. Aber auch im erträglichen Maße. Wer sich für einen großen, weißen, imposanten Hund interessiert, die Rasse Kuhwasch ist tatsächlich wirklich auch, ja, ist interessant. So, und dann haben die Ungarn noch drei kleinere Schäferhundrassen. Ich hoffe, ich bringe es hin. Also gehabt habe ich sie alle schon mal in der Kundschaft. Die eine Rasse ist der Moody. Der hat
ja, Stehohren, ist nicht ganz so lang vom Fell her. Agiler, eher kleinerer Hund, sagen wir mal, ist nicht so bekannt hier in Deutschland, aber ganz nett, kann man so sagen. Dann der nächste, die habe ich mir mal so gemerkt, es gibt den Puli und den Pumi. Der Puli, den habe ich mir so gemerkt, eher, dass ich an Pulli denke, weil der hat ein Fell, das wünschst du deinem ärgsten Feind nicht. Also das ist eigentlich kaum zu verhindern, dass das nicht verzottelt, weil es ist nicht nur sehr, sehr lang, sondern auch noch kraus. Und das verdreht sich zu einem eigentlich fast nicht zu stoppenden Filz. Aber so von der Art her eher klein, also sagen wir mal, vielleicht auch hilft das Gewicht eher so was bei höchstens 15 Kilo. Die sind wirklich nicht groß. Sehr agil, sehr lustig, fröhlich, aber kommen halt daher wirklich wie die kleinen Zottel. Achso, Mist, muss ich gleich noch weitermachen. Den Pumi nicht zu vergessen, der ist auch klein, aber der hat auch ein, sagen wir mal, eher raues, längeres Fell, aber eben nicht so, dass es Zotten schmeißt. So, last but not least, weil das ist eine Hunderasse, die ist eigentlich jetzt hier in Deutschland, glaube ich, mit die am weitesten verbreiteste, nämlich der, jetzt halt, ja, lustig, Australian Shepherd, kennt, glaube ich, jeder, aber sein Ursprung ist Amerika. Und lustigerweise wurde der von Einwanderern, die von Australien in die USA gekommen sind, eigentlich, sagen wir mal, ursprünglich mitgebracht und hat sich dann in den USA weiterentwickelt, aber sein Name ist Australian Shepherd. Der ist auch vielleicht interessant zu erwähnen, ursprünglich hatte der eine angeborene Stummelrute. Es gibt auch Australian Shepherd, da hatte ich auch einen in der Kundschaft, die haben nur so 10 cm, es sieht so aus, als hätten sie die Rute gekürzt, als hätten Menschen das gemacht, aber diese Hunde kommen wirklich auch oft so zur Welt. Es gibt aber auch welche, die eine ganz normale, lange Rute haben. So, jetzt haben wir es geschafft. Es war ein riesiger Brocken, deswegen eben auch in zwei Teile aufgeteilt, weil ich ja jetzt schon wieder Spielfilmlänge habe, ich weiß schon. Aber es sind halt nun mal so viele Rassen. Ich habe auch, der aufmerksame Beobachter wird es gemerkt haben, ein paar Länder weggelassen, die ihre ja auch eigene anerkannten Rassen haben. Aber das hätte den Rahmen wirklich also noch mehr zum Bersten gebracht. Ich denke, du hast jetzt mehr als einen groben Überblick über die ganzen Schäferhundrassen der Welt. Ja, wünsche dir alles Gute. Deine Steffi. Bist du noch da? Ich glaube, das ist jetzt der Abspann. Aber nicht vergessen, Samstag, 22.05. um 11 Uhr startet mein Livestream. Und wenn du dabei sein möchtest, schau in die Infobox von diesem Video. Und dann kann ich dir das vielleicht auch nochmal alles persönlich sagen. Von wegen alles Gute, bleib gesund, zufrieden und sonst wie was. Samstag, 22.05. um 11 Uhr mein Livestream. Absolut neu, noch nie da gewesen.